Ich werde Sorge tragen, dass eine Flasche eures Argweins für euch bereitsteht, bevor ihr geht. Kommt bald wieder! Sammelt 8 Fliegenfresser! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist die Hauptaufgabe, Freunde, weil dieser Baum, den wir da gerade züchten, in Meretil, heißt das so? Meredil. Der hat nämlich gerade Fliegen. Entspannt euch und trinkt etwas. Tötet 8 ramponierte Seidenflügel. Warum? Was haben die euch denn jetzt wieder getan? Wie wir vorhin gelernt haben, diese Mana-Würmchen, die fressen die Fliegen. Deshalb holen wir die hier gerade. Nochmal zur Zusammenfassung der letzten Quests. Oder der aktuellen Questreihe, müsste man eigentlich sagen. Next, please. Das heißt, wir transportieren diese Mana-Würmer lebend. Wir stecken die praktisch einfach in unsere Tasche und gehen weiter. Finde ich ausgezeichnet. Würmchen nicht weglaufen. Huch! Armes Fliegi, Entschuldigung. Hab ich den Mana-Fresser an ihr Futter weggebrannt. Gibt's da eine gegrillte Fliege? Himmel, Donnerwetter! Ich erschrecke mich jedes Mal, ey. Es ist abartig. Nee, war das Jagdhorn, dieses kurze. Viel lieber. Kommt schon der nächste Kandidat. So. Na? Deshalb müssen wir die töten, weil die hier alles angreifen, was vorbeiläuft. Na, wieso bist du nicht tot? Flammenschock war ausgelaufen, deshalb. Du kommst mit. Und sonst keiner mehr. Wir haben alle. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir diesen Viechern nicht wieder in die Arme laufen. Seefix. Wahrscheinlich eh nicht so rum, die zu machen. Weil wenn die an uns kleben, können wir uns nicht maskieren. Oh, super. Willkommen. Lebt wohl. Oh, ein Wurm. Super, ein neues Haustier. Ist mir ein Vergnügen. Wurm. Der ist bei den nicht markierten irgendwo. Entfesselter Mana. Wieso sind da so viele? Ach, weil ich Wurm und nicht Wurm suche, deshalb. Wurm. Hier. Okay, ja, der ist hübscher als Glitchy. Glitchy ist irgendwie eklig. Favorit.
Würbi Schleck. Was? Der ist ja lustig. Okay. Entspannt euch. Sucht nach Mago. Er greift sie. Ruhe. Auf Befehl der Großmagistrix seid ihr hiermit der Aufwiegelung angeklagt. Ihr untergrabt meine Autorität und müsst euch verantworten. Ich will nichts mehr hören. Eure Strafe ist der Tod. Weitermachen. Ja. Macht die Rebgärten gefügig. Ungehorsam werde ich nicht dulden. Alter. Ruft einfach, wenn ihr etwas benötigt. Margot, nein! Lebt wohl. Silverin ist leichenblass und schäumt vor Wut. Wie können Sie es wagen? Margot hat alles getan, was Sie ihr aufgetragen haben. Und noch mehr. Der Argwein ist nie versiegt, trotz allem, was Sie uns angetan haben. Und ihr, solch ein Unrecht darf nicht ungesühnt bleiben. Wir müssen Margot rächen. Ist mir ein Vergnügen. Wird erledigt. Oh nein. Die Vollstrecker? Ja. Zu gerne, ey. Was für Assis. Die hat sich vorhin noch für einen von ihren Arbeitern eingesetzt, Mann. Jetzt ist sie tot. Ist doch scheiße. Oh Mann. Mann, ist das fies. Das sind, ne? Die haben es echt verdient hier alle. Das sind überall die Viecher. Mistsäcke. Elende. Ich stelle eine hohe Anzahl Teleportzauber mit eurer Position als Ziel fest. Ich habe einen Teleporter für euch aktiviert. Ihr habt nicht viel Zeit. Sucht die Plattform und verschwindet. Okay. Oh Mann, ey. Die arme Mago. Briefkasten. Lol. Das ist der gigantischste Briefkasten, den ich je gesehen habe. Wir hatten hier doch auch irgendwo so ein Bankteil, ne? So eine Bankkiste. Darf man schnell schauen. Ah, die Vorräte sind auch hier. Super. Die richten sich hier richtig ein. Genau, die Banktruhe. Wir müssen zwar eigentlich nichts ablegen, aber ich wollte sie einfach nochmal begutachten, weil ich die ziemlich cool finde. Mein Bein juckt. Mir hat irgendwas gestochen heute Nacht. So. Talusra. Grüße. Die Schaldorei werden erlöst. Na, hoffentlich. Zwielichtiger Kontakt. Sprecht mit Vantir. Anrata Ador. Vantir? Vantir. Okay, dann müssen wir zu dem Portal. Das ist einfach nur unaussprechlich. Margot hatte alles aufs Spiel gesetzt, um uns diese Mana-Würms zu verschaffen. Ich kann nicht zulassen, dass es so endet. Ihr müsst jemanden finden, der sich der Sache annimmt. Jemanden, der nicht aufgibt, bevor Aufseher Durant tot ist. Sprecht mit Vantir. Falsche Seite. Guck mal, die Mana-Wurmis haben jetzt die ganzen Fliegen gegessen. Sehr gut. Unser Bäumchen kann wieder wachsen. Lunastres? Ja genau, Lunastres ist es. Das ist das einzige Portal, bei dem ich mir merken kann, wo es hinführt. Okay, Vantir, das war doch der Weinhändler, ne?
Jui, ab ins Wasser. Blip. Au! Hey, wir schwimmen doch. Okay. Hier geht's in die Stadt. Und wie? So. Wand hier. Richtig. Hier wohnt der nämlich. Wie kann ich helfen? Herrgott! Weg, 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 weg. Das Mondsichelforum ist rund um die Uhr geöffnet. Ich mochte Margot. Die Nachricht von ihrem Tod hat viele von uns tief getroffen. Vantir schüttelt traurig den Kopf. Wenn wir unser Werk fortsetzen wollen, müssen wir ein deutliches Signal senden. Leute von Durans Schlag sollen wissen, dass wir alles im Auge behalten und sie zur Rechenschaft ziehen. Ich kenne jemanden, der uns dabei helfen könnte. Er heißt Arluin. Doch selbst wenn ich ihn als widerwilligen Verbündeten bezeichne, ist das noch großzügig. Er ist sehr vorsichtig und wird ohne Vergütung niemals sein Leben riskieren. Ihr findet ihn in den Gassen nördlich des Immermond-Bazars. Passt auf euch auf. Gut. Mehr oder weniger gut. Wow! Zu viele Wachen. Aber das ist der Immermond-Bazar, da müssen wir leider jetzt eine durch. Eine Täuschung. Was verbergt ihr? Okay. Eine Täuschung. Was verbergt ihr? Alles voll mit dem Viechzeug hier. Da liegen ein paar Leichen. Hier ist er. Was ist euer Begehr? Zeigt Arluin euer Siegel. Geht weiter, sonst tut's euch leid. Niedlich. Wollt ihr denn, dass wir beide sterben? Nicht? Dachte ich mir. Verlaufen? Vantir, ich brauche eure Hilfe, um Rache zu nehmen. Bleibt wachsam. Rache? Das könnt ihr aber besser, viel besser, um genau zu sein. Die Menagerie ist dort. Ich werde euch helfen, aber zunächst werdet ihr etwas für mich tun. Geht weiter. Bestecht Arluin mit 800 Mana. Sonst tut's euch leid. Bleibt wach. Nein! Wir haben nicht genug Mana. Wir haben nur fast 600. Shit. Tja, Freunde. Dann muss ich jetzt wohl erstmal Mana sammeln gehen. Das heißt, die Folge ist 2 Minuten kürzer. Aber es hilft ja nichts. Ja, shit. Gut, wir Lieben, wir sehen uns hier wieder, wenn wir 800 Mana haben. Bis dahin.